Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der vorletzten und letzten Sendung hatte ich Sie in das Anwesen der Familie Lee in Luzhou in New Taipei City geführt. Dort kann man nicht nur das Gebäude an sich betrachten, es dient auch als ein Museum. Neben der Vorstellung berühmter Mitglieder der Familie, ich hatte letzte Woche ja von General Liu Bang berichtet, wird hauptsächlich versucht, die Lebensweise der Einwanderer zur Zeit des Baus dieses Anwesens den Besuchern nahezubringen. An Wochenenden besteht das Angebot, dass Kinder traditionelle Bräuche erleben, eine Initiative, für die die zuständige Stiftung einige Auszeichnungen erhielt. Im Einzelnen handelt es sich um eine Zeremonie gegen das Zappern bei Babys, um eine Greifzeremonie zum ersten Geburtstag und schließlich für angehende Schulkinder eine Art Pinseleinweihung. Da die private Stiftung, die für das Anwesen verantwortlich ist, vom Staat jährlich nur eine geringe Unterstützung erhält, sind die Einnahmen für diese Veranstaltungen zusammen mit den Eintrittsgeldern und dem Verkauf von Kreativprodukten sehr wichtig, um die Anlage instand halten zu können. Die Stiftung ist denn auch sehr stolz darauf, dass das Anwesen nicht zu einem sogenannten Moskitohaus verkommen ist. Mit Moskitohaus bezeichnet man öffentliche Gebäude, die kaum genutzt werden, weshalb sich in ihnen nur Moskitos aufhalten. Wenn ein Baby 4 Monate alt ist, versuchen sich die Zähne langsam einen Durchbruch zu verschaffen. Dann wurde traditionell eine Art Ritus abgehalten, die auf Taiwanesisch Xionua heißt, was bedeutet, dass der Speichel des Babys abgetrocknet werden soll. Dazu wurde früher ein Gebäck hergestellt, das in etwa wie ein kleiner Bagel aussieht, in der Mitte also ein Loch hat, sodass mehrere davon an einem Strick aufgereiht werden können, der dem Baby um den Hals gelegt wird. Wenn dann die Verwandten und Bekannten zu Besuch kommen, bricht jeder ein Stück davon ab, führt es an den Mund des Babys, um etwas Speichel abzuwischen, und sagt dazu einen glücksbringenden Wunsch. Früher wurden dem Baby je nach Zahl der Verwandten 12 oder 24 dieser Kekse umgehängt. Heute sind es meistens 6 oder höchstens 12. Heute werden auch nicht immer diese runden Gebäcke verwendet, sondern manchmal auch Kekse mit kindgerechten Motiven. Allerdings müssen auch sie jeweils ein Loch aufweisen, sodass man sie auf den Strick aufreihen kann. Der nächste Meilenstein ist, wenn das Baby 1 Jahr alt ist, also schon krabbeln und eventuell auch schon laufen kann. Dann gibt es wieder 2 Gebäcke und einen Ritus. Dieses Mal hat das Gebäck die Form einer Schildkröte, die ein Symbol für langes Leben ist. Man lässt das Baby kurz mit den sauber gewaschenen Füßen auf dieses Schildkrötengebäck treten. Dabei entsteht zunächst ein Eindruck, der aber langsam wieder verschwindet, was ein Zeichen dafür sein soll, dass das Kind ein langes Leben haben wird. Den besonderen Brauch zum ersten Geburtstag, der in ganz Südostasien, China, Japan und Korea verbreitet ist, nennt man Zhuazhou, direkt übersetzt zum einjährigen Geburtstag etwas greifen. Damit soll die Zukunft des Babys, seine zukünftige Berufswahl, vorausgesagt werden. Allerdings hängt das natürlich auch stark davon ab, was die 12 Dinge sind, die man dem Baby zum Greifen anbietet. Früher waren das Pinsel, Papier, ein Tuschereibstein, ein Abakus, Geld, ein Buch, ein Beamtenstempel und so weiter. Heute findet man darunter auch ein Stethoskop, ein Musikinstrument, Malstifte, ein Auto, einen Baseball, ein Mikrofon und so weiter. Die Zeiten haben sich eben geändert. Wer an diesen Bräuchen im Anwesen der Familie Lee teilnimmt, der bekommt auch Fotos und ein Video vom ganzen Ablauf. Für die einjährige Geburtstagsfeier werden den Kindern traditionelle Schuhe und ein besticktes Leibchen angezogen, sowie ein rot-gelber Tigerhut aufgesetzt. Zusätzlich dürfen die Kinder auch noch ein goldenes Ei greifen, in dem sich jeweils ein Wahrsagespruch befindet, der ganz vage die Zukunft des Kindes voraussagt.
Die Kinder können nach der Zeremonie, wenn die Eltern auf die CD warten, die ihnen gebrannt wird, die traditionelle Bambuswiege und auch den Kinderstuhl aus Bambus, die in zwei der Höfe ausgestellt sind, ausprobieren. Für diese Zeremonie schlagen die Kinder zunächst oder manchmal ihre Eltern den Gong der Weisheit und streichen über den Huye, den Tigergott, der als ein Schutzgott der Kinder gilt. Die ganze Zeremonie kann für die Kinder und ihre Eltern vor allem in der Sommerhitze schon recht anstrengend sein. Die meisten bereuen es aber nicht, teilgenommen zu haben. Diese Bräuche werden im Anwesen der Familie Lee schon 10 Jahre lang durchgeführt und haben auch dazu beigetragen, dass sie wieder modern wurden, worauf die Stiftung sehr stolz ist. Sie wollte aber noch mehr für die Erhaltung der Traditionen und die Erziehung der neuen Generationen tun. So kam sie auf die Idee, auch den Ritus der Pinseleinweihung einzuführen. Die Pinseleinweihung ist ein Ritus für Kinder, die beginnen, die Schriftzeichen zu lernen. Mit diesem Ritus wird auch der Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die Kinder eifrig lernen werden, die traditionellen Tugenden schätzen, sich den Eltern gegenüber pietätvoll verhalten und die Lehre ehren, in ihrem Verhalten zwischenmenschliche Liebe walten lassen und ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Hierfür müssen die Kinder zunächst ihr Herz zur Ruhe kommen lassen und ihre Hände reinigen. Dann heißt es, den Eltern Tee zum Trinken anzubieten. Dies ist übrigens auch ein Bestandteil der Verlobungsriten, bevor sie mit dem Pinsel die ersten Zeichen schreiben, nämlich Chusin, was ursprüngliche Absicht bedeutet. Dann wird ihnen ein Umhang angezogen und sie bekommen einen Literatenhut aufgesetzt. Sie erhalten eine Schulmappe und auf die Stirn wird ihnen ein roter Punkt gemalt, ein Symbol für Weisheit. Mit diesem Ritus soll den Kindern auch vermittelt werden, dass es beim Lernen nicht nur um das Anhäufen von Wissen, sondern auch um die Charakterbildung geht. Neben Konfuzius, der als der große Lehrer gilt, gibt es im chinesischen Kulturraum 2 Literaturgötter, Wen Changjun und Kui Xing. Im Gegensatz zu den Statuen von Konfuzius und Wen Changjun sieht man denen von Kui Xing ab, abgesehen davon, dass er einen Pinsel in der Hand hält, überhaupt nicht an, dass es sich dabei um einen Literaten handelt. Er hat dicke Augenbrauen, hervorstehende Augen, Hörner auf dem Kopf und hat seinen Mund aufgerissen, sodass er Zähne zeigt. Mit dem rechten Fuß steht er auf einem Schildkrötenkopf, während der linke in die Luft gehoben ist. Eine Legende erzählt, dass Kui Xing während der Ming-Dynastie lebte und auf dem Weg in die Hauptstadt war, als er am berühmten Berg Lu von einer Klippe stürzte. Er überlebte, wurde aber schwer verletzt und sein Gesicht wurde verzerrt. Ein Berggeist rettete ihn und er war fest entschlossen, an der Prüfung teilzunehmen. Obwohl er beim Gehen starke Schmerzen ertragen musste, schaffte er es, rechtzeitig in die Hauptstadt zur Prüfung zu gelangen, wo er die Prüfung nicht nur erfolgreich bestand, sondern als bester aller Kandidaten abschloss, was ihm die Ehre einbrachte, auf der Schildkröte auf der obersten Stufe des Prüfungsgebäudes stehen zu dürfen. Eine andere Legende erzählt, dass er zwar sehr belesen war, aber wegen seines wilden Aussehens von den Prüfungsbeamten verschmäht wurde und daher die Prüfung nie bestand, weshalb er sich aus Wut und Verzweiflung in einen Fluss gestürzt habe. Er sei jedoch von einer Schildkröte gerettet worden. Früher war es übrigens am Abend des Cixi-Festes am 7. Tag des 7. Mondmonats Brauch, dass sich die Gelehrten zu einem Festmahl versammelten, auf dem auch viel Wein getrunken wurde. Dieses Festmahl wurde Kui Xing-Mahl genannt. Mit ihm sollte dem Literaturgott gedankt werden, doch das ist dann etwas, was erst sehr viel später kommt und was im Anwesen der Familie Li leider nicht durchgeführt wird.